Es hat sich herumgesprochen, dass das Zentrum des Pastafaritums Templin in der Uckermark ist. Es hat sich ebenfalls herumgesprochen, dass unser aller Angie von dort kommt. Und so ist natürlich eine ganz gewisse bestimmte Beziehung da. Und aus diesem Anlass werden wir immer wieder gefragt, ja sagt mal, was haltet ihr denn von der Aktion der Kanzlerin, jetzt die Religionsfreiheit in Deutschland zu stärken und endlich dafür zu sorgen, dass religiöse Traditionen ungestört von weltlichem Recht auch gelebt werden dürfen. Und ich sage euch, wir unterstützen das. Nicht, weil sie aus dem Beam kommt wie wir. Nicht, weil sie so hübsch aussieht. Nein, einzig und allein deshalb, weil nur dann auch wir eine Chance haben, unsere alten Traditionen zu leben. Nun habe ich schon gemerkt, ihr wisst noch nicht viel von uns, ihr kennt unsere Tradition nicht. Ich werde sie euch erklären. Ich denke, ihr könnt das nachvollziehen. Piraten werden ja oft dargestellt mit einer Augenklappe. Das ist deshalb, weil beim Navigieren, wenn man durch den Sextant guckt, es sehr nützlich ist, wenn man nur mit einem Auge guckt. Treugläubige Pastafari, wir sollen ja alle Piraten sein, haben deshalb schon vor langer Zeit beschlossen, alle Knaben in der zweiten Woche auf einem Auge zu blenden. Nun weiß ich, das hört sich jetzt erstmal schlimm an, aber ihr habt ja schon gemerkt, wir sind eine moderne Religion. Deshalb haben wir überhaupt nichts dagegen. Nein, wir nehmen sogar extra Abstand davon, das wie früher mit glühenden Schwertern zu machen. Das soll natürlich heute unter ärztlicher Anleitung passieren. Fachgerecht in einer Klinik. Und natürlich hat das auch noch andere Vorteile, die man nicht unter die Decke fallen lassen sollte. Denn es hat auch ganz große medizinische Vorteile. Ich denke, das wird jeder begreifen, wer nur noch ein Auge hat, bei dem verringert sich das Risiko, an Augenkrebs zu erkranken, um glatte 50%. Und eine wesentliche gesundheitliche Einschränkung stellt es auch nicht dar. Denn letztendlich, man hat ja zwei Augen, man kann immer noch sehen, also was soll es? Es sind also nur eigentlich Vorteile, nicht nur für Pastafari, sondern auch für andere. Nun will ich nicht verschweigen, dass es bei uns auch noch welche gibt, die noch etwas tiefer in die Tradition zurückgreifen. Ihr wisst, Piraten brauchen ein Holzbein und ihr wisst, Piraten brauchen einen Enterhaken statt einer Hand.